Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. So, ich werde jetzt versuchen, das schlimmstmögliche Ende zu erspielen. Und zwar, ich habe wieder mal das Mädchen mit den Zündsteinen ignoriert. Dementsprechend hat Sianna auch diesmal das rettende Band nicht bekommen. Ja, und ich werde davon ausgehen, diese Szene hier wird sich nicht geändert haben. Ich werde sie trotzdem noch einmal abspielen lassen. Sianna. Sianna. Ich muss dich etwas fragen. Hast du das wirklich alles nur gespielt? Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef, so einfach ist das nicht. Ich... Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir, doch ich trauere, denn wir müssen uns trennen. Schade. Sianna! Getan, was ich tun musste, was sie verdient hat. In Beauclair kehrt jetzt Frieden ein. Die Vampire verlassen die Stadt im Morgengrauen. Ich gehe auch weit fort von den Menschen. Ihr könnt euch mir in den Weg stellen. Dann töte ich euch beide. Auch wenn das nicht mein Wunsch ist. Ihr habt die Wahl. Geralt kocht auch diesmal wieder fast über vor Wut, aber dieses Mal lassen wir ihn gehen. Du kannst gehen, aber wenn wir uns je wiedersehen... Das werden wir nicht. Verlass dich drauf. Geralt, Regis, lebt wohl. Ich dachte schon, jetzt nimmt er ihre Leiche auch noch mit. Ich habe geschworen, sie zu beschützen, aber es ging so schnell. Was haben wir getan? Einen Mörder gehen lassen. Wolltest du das nicht von Anfang an? Wir müssen Anna Henrietta informieren. Geralt, sie wird dich... Ich weiß, aber sie muss es trotzdem wissen. Geralt ist so ein mutiger Mann, ey. Er ist echt in dieser Situation immer noch in der Lage, sich den Konsequenzen seiner Taten zu stellen. Es ist, hat den schlimmstmöglichen Ausgang genommen und er ist bereit, sämtliche Strafen auf sich zu nehmen, die ihm jetzt entgegengeschleudert werden. Und ich habe das Gefühl, das wird diesmal nicht so glimpflich ausgehen, wie es letztes Mal gewesen ist, im letzten Part. Im letzten Part haben wir ja den Tod von Sianna noch mit dem Tod von Detlef ausgleichen können, in Anführungszeichen. Und deshalb ist Geralt scheinbar einer tödlichen Strafe entgangen. Die Frage ist nur, wie wird es jetzt aussehen? Ich fürchte, diesmal stehen die Chancen für Geralt weitaus schlimmer. Weitaus schlimmer. Ja, das kennen wir ja schon. Heda, Geralt von Riva. Was willst du? Ich? Gar nichts. Ich bin Jack der Fesche und habe schon alles. Ich frage mich, ob du nicht etwas brauchst. Okay, ich schätze mal, der Dialog mit Jack wird sich überhaupt nicht geändert haben. Ja. Du kennst mich? Wie das? Kennen ist zu viel gesagt. Aber ich weiß, dass du mit mir dem Wäschedienst zugeteilt bist. Und ich weiß, wieso du hier bist, was du Grässliches getan hast. Andererseits weiß ich das über so ziemlich jeden Narren, der hier landet. Hm,
Ich bin neugierig, was du weißt oder zu wissen glaubst. Die Herzogin hat dich angeheuert, den Schlächter von Beauclair zu finden. Und das hast du auch. Aber dann hast du ihn die Schwester der lieben Anarietta schlachten lassen. Und dann ist der üble Wicht einfach verschwunden. Oder hat sich wohl eher in ein Nebelwölkchen verwandelt. Ah ja, da sind doch leichte... Du bist ja gut informiert. Leichte Abänderungen natürlich. Ich bin von allen hier am besten informiert, darf ich ohne falsche Bescheidenheit sagen. Die Herzogin zürnt zweifellos, während du auf deine Verhandlung wartest, obwohl sie sich bisher nie etwas aus ihrer Schwester gemacht hat. Wenn du schon so viel weißt, dann sag mir doch noch, welches Urteil auf mich wartet. Das kann man nicht wissen. Anarietta ist ein launisches Weib. Man weiß nicht, welche Titte sie zeigen wird. Aber vom Ausbrechen rate ich dir ab. Hier bist du ein Gefangener unter vielen. Aber draußen wirst du zum Staatsfeind Nummer 1. Na dann. Gehen wir zum Wäschedienst? Ich hätte es gern hinter mir. Sofort. Ich freue mich, dass wir diesen Dienst haben. Die Fetzen stinken grässlich in der Sonne. Aber man gewöhnt sich dran. Und wer arbeitet, kriegt mehr zu essen. Okay, ich schätze mal, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Geralt bezüglich seiner Strafe weggebeten wird, wird alles gleich bleiben. Ich werde mich jetzt aber mal, um möglichst viel Ärger zu bekommen, in der Szene gleich bei dem Wäschedienst mal umentscheiden. Leute, die da den letzten Part gesehen haben, die wissen bestimmt schon, was ich damit meine. Ja, ich sammle hier schon mal die schmutzige Kleidung. Die Seife, die müsste hier liegen, jawohl. Ja, es bleibt nach wie vor bei dem Pfeifen. Hätte ja sein können, dass es diesmal tatsächlich sich einer rangetraut hat, weil er eben sogar den Detlef hat entkommen lassen. Hätte sein können, aber okay. Ich schätze mal, so eine Szene wäre selbst für The Witcher 3 zu hart gewesen. Aber gut, die Andeutung versteht ja schließlich jeder. Aber was natürlich gleich geblieben ist, ist, dass Geralt mit einem unsichtbaren Stock im Wäschetrog umherwischt. Okay. Sind die Wachen bezahlt worden, damit die Männer ein bisschen mit Geralt alleine bleiben, oder hat die Wache einfach nur kurz Pause gehabt? Na, Nee, sie wurde bewusst rausgepfiffen, ja, während die Leute da mit ihren Waffen, in Anführungszeichen, reingelatscht kommen. Ja. Sowas aber auch. Was hat denn den Liebling der Herzogin hier reingebracht? Ja, das sind die drei Jungs, die wir verprügelt haben, als wir den Schuhputzer verteidigt haben. Doch kann unser Anliegen nicht warten, fürchte ich. Erinnerst du dich an mich, Schuhputzerfreund? Sprecht euch nur tüchtig aus. Ich komme hinterher wieder. Danke, dass du bleibst und mir hilfst, Jacques. Du bist im Knast, Kumpel. Hier zählt nur das Überleben. Man riskiert nichts, außer für sich selbst. Er hat dich einfach allein gelassen. So, jetzt werden wir mal unsere Hexerfähigkeiten einsetzen. Es wird bestimmt auffliegen, aber scheiß drauf. Seid doch mal konstruktiv und macht euch nützlich. Stimmt. Wir sollten uns um die Wäsche kümmern. Ach, ich hab nur einen erwischt. Mann, der Mutant behext uns doch. Siehst du das nicht? Dein Hokuspokus zieht bei uns nicht. Du kannst uns nicht alle drei gleichzeitig behexen. Schnappt euch die Waschbretter! Ich habe irgendwann schon mal zwei auf einmal behexen können. Also drei, da ist die Grenze, scheinbar. Okay, also der Unterschied besteht offensichtlich darin, dass ich jetzt nur zwei Leute verprügeln muss. Ja, und der dritte, der wird da ganz verzaubert rumstehen und die Wachen werden es bestimmt bemerken. Was geht hier vor? Nichts. Der eine Kerl so im Hintergrund. Ich frage nicht dich, sondern den da unten. Hast du was zu sagen? Bin auf Seife getreten. Auf Seife getreten.
Die gibt es hier reichlich. Ist ja eine Wäscherei. Und ich dachte, er wird mich an die Wache verpetzen. Einzelhaft, allesamt. Da habt ihr viel Zeit, über euer Leben und eure Entscheidungen nachzudenken. Dafür sorge ich. Ich hab nichts getan, um das zu verdienen. Mund halten! Milton war mein Vetter. Du hast ihn sterben lassen. War das Geld der Herzogin nicht genug, um einem guten Mann das Leben zu retten? Ich bin zu spät gekommen. Ich konnte nichts machen. Und als das Biest die Schwester der Herzogin zerrissen hat, warst du da auch zu spät? Wenn's nach mir ginge, würdest du längst hängen. Und komm mir nicht mit deinen Hexereien. Sonst wird es dir leid tun. Bist du freiwillig hier, Stefan, oder haben sie dich auch eingesperrt? Ah, schade. Die Ratte heißt immer noch Stefan. Gerade, was du frisst, wenn du hier rauskommst. Geralt hätte das Ganze hätte mit einem Akzent sagen sollen, der mehr dem von Toussaint entspricht. Er hätte nicht Stefan, sondern Stefan sagen müssen. Stefan. Ja, der Flegel bin ich. Komm mit. Du wirst verurteilt. Zu was? Zum Mund halten. Was bin ich, der Stadtschreier? Hände auf den Rücken. So, jetzt bin ich richtig gespannt. Was wird jetzt passieren? Keine Mätzchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rittersporn auch hier in der Lage sein wird, mich rauszuboxen. Mach dich bereit. Ich wage es wirklich ganz stark zu bezweifeln. Weißt du, wo das hinführt? Nein, hoffentlich zum Ausgang. Erraten. Leider gibt es verschiedene Sorten von Ausgängen. Manche führen in die Freiheit. Andere in die Ewigkeit. Und der hier? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du ihn nur einmal benutzen wirst. So, da oben ist wieder die arme Sau. Marc Dubois, du wirst hiermit für schuldig befunden, Alice Wallraff, die Frau des Mundschenks, niedergeritten zu haben. Ihr Zustand ist ernst. Das war ein Unfall. Ich bin zu schnell geritten, ja, aber sie ist mir einfach vor den Gaul gesprungen. Angesichts dessen kann das Urteil nur auf Dekapitation lauten. Nein, ich bin unschuldig. Hilfe, es muss doch Zeugen geben. Runter mit dem Kopf. Der Nächste. Paul, bring den Hexer in den Turm. Das ist ein Befehl. Befehl ist Befehl. Bist wohl doch noch nicht dran. Komm mit. Du sollst mitkommen. Warum sollte ich die Exekution sehen? Damit du merkst, dass du hier nicht auf dem Ponyhof bist. Ich sollte denken, dass ich der Nächste bin. Macht es dir Spaß, andere zu erniedrigen? Aber ja, die Halunken, die hier landen, sind verachtenswert. Ich tue, was ich kann, damit sie spüren, dass sie im Kerker sind und nicht im Urlaub. Ja. Gut. Ich fand's immer noch krass bei dem Henker, ey. Mit was für einer Leichtigkeit er diese Axt geschwungen hat und wie wuchtig sie gleichzeitig dabei klang. Also, sind echt so zwei ganz subtile Sachen, die aber in Kombination verdammt Eindruck schinden. Mach ihn los und lass uns allein. Grüß dich, Hexer. Ist ja auch was anderes. Ich glaube nicht, oder? Sieht gar nicht gut aus. Aber das letzte Mal sahst du noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Es ist schon kaum noch zu spüren. Aber was ist das schon im Vergleich zu Sianas Schicksal? Das Schicksal, das du verursacht hast. Ich habe dir vertraut. Wie hast du es mir gedankt? Denk nach, Hexer. Was glaubst du, warum die Herzogin Sianna eigentlich versteckt hat? Es tut mir leid. Du musst mir nicht glauben, aber das war nicht vorauszusehen. Und schon gar nicht beabsichtigt. Genug. Wir werden nicht mehr davon sprechen. Mein Fall ist offenbar schon entschieden. Ist das alles, was dich schert?
Deine eigene Haut? Diesmal werde ich sagen, ja. Ich fühle mich durchaus betroffen, wenn es um mein Leben geht. Das war nie in Gefahr. Das Gericht hat verschiedene Strafen erwogen. Aber die Todesstrafe war nicht darunter. Ach. Das kann ich schlecht wissen, wenn ich nicht dabei war. Du bist in Toussaint, wo das Gesetz etwas zählt. Wir lassen hier keine Lynchjustiz zu, sondern untersuchen jeden Fall gründlich. Die Tatsachen sind folgende. Du solltest das Biest töten. Das hast du nicht getan. Vielmehr hast du den Tod der Schwester unserer Herzogin verursacht. Ich sage dir, hätte ich zu entscheiden, würdest du im Kerker rotten bis ans Ende deiner Tage. Wie schön, dass du nicht zu entscheiden hast. Naja. Jedenfalls klärt dich über das Urteil am besten der Mann auf, der sich am meisten für dich ins Zeug gelegt hat. Nee, ne? Was meinst du? Welchen Mann? Schon wieder? Es ist nicht euer Ernst. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Also ganz ehrlich, ich war ja schon beim letzten Ende beeindruckt, aber dass du mich aus dieser Situation auch noch rausboxst. Offiziell? Respekt. Ich besuche Anna Rietta. Ich meine, die Herzogin. Wir sind alte Freunde, aber das weißt du ja. Inoffiziell rette ich dir den Stall. Du? Du bist persona non grata in Toussaint. Unerwünscht. Das hält mich nicht davon ab, meine Haut für dich zu riskieren. Für mich zählt nur die Freundschaft und die Liebe und die Kunst und der Wein. Okay, ich gehe irgendwie mal ganz stark davon aus, dass sich hier kaum Unterschiede in dem Dialog feststellen lassen. Dann habe ich dir meine Frage im Vergleich zu dem neutraleren Ende. Wie hast du das geschafft? Tja, ich habe meine Mittel. Etwas überzeugende Logik, mit einem Schuss geschickter Rhetorik, abgeschmeckt mit einer großzügigen Prise Charme. Voila, du bist frei. Aber damit du es weißt, einfach war es nicht. Ganz im Gegenteil. Kann ich mir vorstellen. Die Herzogin war so zornig. Ich glaube, sie hat sogar vergessen, dass sie mich aus Beauclair verbannt hatte. Lebenslang. Sie hat nur geschrien, dass du nie wieder einen Fuß aus dem Kerker setzen wirst. Wie hast du sie dazu gebracht, ihre Meinung zu ändern? Ich führte deine makellosen Absichten ins Feld. Deine Reputation, deine Errungenschaften. Nun ja, schließlich gab sie nach und so bist du frei. Sie will dich nie wiedersehen, aber... Immerhin darfst du sogar dein Weingut behalten. Die Belohnung kannst du dir aus dem Kopf schlagen, aber deinen Besitz behältst du. Wundersamerweise. Sporn, du bist ein Meister der Diplomatie. Danke. Hör mal, tu, was du tun musst. Aber ich gehe auf den Friedhof. Anna Rietta hängt ganz schön durch, seit Sianna tot ist. Manche vergessen, dass sie unter dem Herzoginnenpomp eine ganz normale Frau ist, die ihre Schwester verloren hat. Alles klar. Alles klar, bis dann. Bis dann, Geralt. Das ist beeindruckend. Also im letzten Part, da habe ich ja wenigstens den Detlef noch erledigt. Aber das, also Respekt. Respekt, Rittersporn. Das muss noch schwieriger gewesen sein, als es ohnehin schon war. Also da kann man sagen, der hat jetzt eine Meisterleistung vollbracht. So, ich weiß ja schon, wo es lang geht. Öffne das Tor. So, ich nehme all mein Zeug. Werde mich schon mal umziehen. Denn ich gehe stark davon aus, der Regis wird wieder auf mich warten. Und mich wieder, um das Rätsel in seiner Vollständigkeit zu lösen, zu dem guten Schuhputzer schleppen. Da-da-da. Ein freier, gemachter Mann, der Geralt. So, Regis, wo bist du? Sag an. Da ist er ja. Wenn's nicht so. Wenn das jemand sieht, gibt es Ärger. Ich kann nicht anders. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, vampirischer Freund.
So, welche Unterschiede gibt es jetzt hier? Was hast du gemacht, während ich... Während du in der Besserungsanstalt vor dich hinvegetiert hast? Ich habe die Zeit genutzt und nachgedacht. Willst du wissen, worüber? Klar. Das Verhältnis zwischen zwei Zahlen. Detlefs 4 Opfer und die 5 Rittertugenden. Wie dir sicherlich auffällt, besteht eine Differenz von 1. Willst du behaupten, dass du nach allem, was wir rausgefunden haben, nun plötzlich an die 5 Tugenden Straftheorie glaubst? Glaube hat damit nichts zu tun. Es geht um kalte Logik und Deduktion. Sianna hat sich alle Mühe gegeben, die Leute glauben zu lassen, dass das Biest Tugendsünder bestraft. An ihrer Stelle würde ich für eine passende Opferzahl sorgen. Willst du gar nicht wissen, wer das 5. Opfer hätte werden sollen? Wenn doch, was dann? Dann begleitest du mich zu einem weiteren Schwatz mit dem Schuhputzer. Ich habe erfahren, dass er die Notizen an Detlef übergeben hat, musst du wissen. Unsere Suche beginnt bei ihm. Okay, ich schätze mal, bei der Suche nach der Schuldigen oder dem letzten Opfer wird es sich mal wieder, werden sich keine Unterschiede feststellen lassen. In diesem Falle werde ich natürlich wieder einen Schnitt setzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Geralt sich höchstwahrscheinlich gegen jedwege Vernunft dazu entscheiden wird, Anna Henrietta noch einmal aufzusuchen. Obwohl ich glaube, in diesem Szenario wird sie noch weniger sehen wollen als ohnehin schon. Was machst du hier? Schon vergessen, dass du den Mörder hast leben und die Schwester der Herzogin hast sterben lassen? Ich schwöre dir, ich wäre nicht hier, wenn es nicht sein müsste. Ich habe etwas erfahren, das Anna Henrietta interessieren dürfte. Okay, also nur die paar Worte, die Geralt vom Hauptmann gesagt worden sind, nur die haben sich verändert. Er hat halt bewusst noch einmal gesagt, du hast Sianas Tod zu verantworten und ihren Mörder noch nicht einmal gefasst. Aber ansonsten ist die Szene 1:1 die gleiche, wie auch schon im letzten Part gewesen. Und wenn Deswegen, wir schon bei der erlauchten Herrin sind, das ist nicht gerade gut gegangen. Das volle Kaleidoskop ihrer Emotionen hat sich gedreht, und zwar in ordentlichem Tempo. Soll das heißen, dass sie dich nicht an ihren Busen gedrückt und mit Dank überschüttet hat, dass du sie vor ihrer mörderischen Schwester bewahrt hast? So ist es. Und ich kann es ihr nicht verübeln. Zum Glück war Rittersporn da und konnte die Wogen ein bisschen glätten. Du weißt ja, ich mochte Sianna nicht besonders. Trotzdem bedauere ich, dass ich sie nicht beschützen konnte. Bereitet dir ihr Schicksal auch bisweilen Gewissensbisse? Ja, das tue ich. Na dann, trink aus. Beauclair scheint jetzt sicher zu sein. Obwohl ich mich schon frage, ich meine, Detlef lebt noch, ob Anna Henrietta noch in Gefahr ist. Nein. Detlef hatte eine Rechnung mit Sianna offen. Aus seiner Sicht hat er sie beglichen. Er hat keinen Grund, noch irgendwen anzugreifen oder länger in Beauclair zu bleiben. Das will ich hoffen, obwohl ich an seiner Stelle nicht gern von hier weggehen würde. Verdammt schön hier. Auf jeden Fall ein geiler Sternenhimmel. Einige Zeit später. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? So, diesmal werde ich die letzte Option nehmen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht reizt es mich wirklich, irgendwann Winzer zu werden. Vielleicht bleibe ich aber auch auf dem Hexerpfad, reise durch die Gegend und sehe mir die Sterne an, wenn ich abends neben der Straße lagere.
Ach, Geralt, wie poetisch. Könnte von Rittersporn stammen. Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Mhm. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Ah. Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Und bitte Augenkontakt. Danke, Geralt. Mit einem leichten Schmunzeln. Ja, okay, also mit anderen Worten, die Passage mit dem Alraunenwurzel sammeln und der Tatsache, dass Regis als Verräter beschimpft wird, fällt komplett weg. Es gibt keine andere Gesprächsoption, die an dieser Stelle tritt. Stattdessen wird die komplette Szene einfach übersprungen. Alles klar, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gab überraschend wenige Unterschiede im Vergleich zu dem letzten Part, zu dem letzten Ende. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr überrascht. Also wirklich, bis auf die Tatsache, dass ein paar Mal erwähnt wurde, dass sich Detlef habe entkommen lassen, ist nicht mehr passiert. Und das wundert mich ehrlich gesagt schon sehr. Das wundert mich wirklich extrem. Tja, aber ich schätze mal, sie werden kaum in der Lage sein, das Spiel mit Geralts Todesstrafe zu beenden. Das wäre erstens ein bisschen heftig, ein bisschen zu abschließend und zweitens, ja, ich glaube, sie wollen sich auf diese Weise wirklich noch einmal die Möglichkeit freihalten, Geralt in den nächsten Spielen vielleicht nicht als Hauptcharakter, vielleicht sogar nur als eine Art Nebencharakter auftreten zu lassen. Ich habe das Gefühl, sie wollen sich Geralt auf jeden Fall noch irgendwie aufheben. Oder sie wollten einfach nicht, dass es irgendein extrem schlechtes Ende für Geralt geben wird. Tja, so oder so, überraschend wenig Unterschiede zum letzten Ende. Zu dem Ende, das ich letzten Part erspielt habe. Naja, okay, na dann würde ich glatt sagen, beende ich jetzt schon den Part an der Stelle, weil es wird garantiert keine Unterschiede in dem Gespräch mit der Triss geben. Und dann würde ich glatt sagen, sehen wir uns hoffentlich auch zum nächsten Part, zum nächsten Bonus-Part, wo ich sehen werde, welche Konsequenzen es hat, wenn ich mal einen anderen Lösungsweg in der Nacht der langen Zähne anschlage. Namentlich, dass ich mal diesen Unsichtbaren ausfindig mache und dafür sorge, dass Detlef dazu gezwungen wird, seinen Angriff zurückzupfeifen. Mal sehen, was das zur Folge hat. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!